Manche glauben, wir können nicht unser eigener Fluch sein, wenn wir Christ sind. Aber wenn wir zum Beispiel in Sünde gehen, manche Sünde bringen einen Fluch mit sich. Der verdiente Fluch trifft nicht dann, aber wenn, wissen wir, wenn er nicht verdient ist? Das ist die Frage. Und zusätzlich, es ist ganz klar, durch seine Wunde sind wir auch geheilt. Wie viele Christen sind noch krank, obwohl das unser Erbe ist. Aber so wie Israel in das Verheißen eingehen sollte, wie der Herr gegeben hat, manchmal ist ein Kampf da und wir müssen das wieder erwerben. Dieser Buch wird euch helfen, zu sehen, ob ein Fluch wirkt in eurem Leben. Das kann verschiedene Auswirkungen haben, finanziell, gesundheitlich und so weiter. Es hat Einfluss auf unser geistiges Leben. Und dieses Buch wird euch helfen, zu erkennen, ob ein Fluch wirksam ist bei euch und nicht nur helfen, um zu erkennen, aber auch, wie sie davon frei werden.